5.500 zum ersten, 5.500 zum zweiten und 5.500, machen wir es kurz, 5.500 zum dritten. Dieser Bauernhof im bayerischen Eichenbühl kommt unter den Hammer. Er wurde 1946 gebaut und verfügt über 3 Wohnungen. Das Gebäude selber, das Mauerwerk, ist in einem sehr guten Zustand. Sanitäreinrichtungen sind vorhanden, sind im guten Zustand. Elektroeinrichtungen sind im guten Zustand. Was gemacht werden muss, ist das Dach vom Bauernhaus. Das sollte auf jeden Fall in zeitnah gemacht werden. Und dann hat man eigentlich einen sehr guten Zustand des Hauses. Die Substanz des Hofes ist in gutem Zustand. Elektro-, Wasser- und Heizungsinstallationen wurden in den letzten Jahren hochwertig erneuert. Das Dachgeschoss des Hauses ist noch ausbaufähig. Sie finden hier im Ort einen Kindergarten, ansonsten Schulen finden Sie im Hauptort, der wenige Kilometer entfernt ist. Da fährt auch ein Schulbus. Weiterführende Schulen in der nahegelegenen Kreisstadt Miltenberg, die direkt am Main liegt. Zum Objekt gehören 4.500 Quadratmeter Wiese. Auf dem Hof steht außerdem eine historische Scheune. Was ich hier auch anbieten würde, wäre eine gewerbliche Nutzung im touristischen Bereich. Sie haben Platz für einen Biergarten, Sie haben Platz für Ferienwohnungen, Wanderreiter, Radfahrer, Wanderer kommen hier immer gerne vorbei. Das fehlt hier, das würde hier sicherlich gut angenommen. Das Mindestgebot liegt bei 195.000 Euro. Immo TV. Wir bewegen Immobilien.